Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute eine weitere Folge von meiner kleinen Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und heute wollen wir uns wieder mal ein Mount im Game holen. Die letzten paar Male waren es ja Sachen, die ich mir extern, also außerhalb von WoW geholt habe, über meistens eBay oder andere Seiten, wo ich mir TGC-Sachen gekauft habe. Und jetzt wollen wir im Black Market zuschlagen. Und zwar habe ich mir ein bisschen Gold zusammengeschickt, beziehungsweise von anderen Servern rübergetradet. Da gibt es ja so eine Discord-Community, die verschiedene Goldbeträge von Servern hin und her traden, über halt dann eine kleine Gebühr, manchmal auch eine große Gebühr. Also es kostet schon ein bisschen was, aber da ich ja Gold auf vielen Servern habe, habe ich mir gedacht, komm, jetzt ist das richtige Item hier im Black Market, mache ich es mal, tu mir das Gold hin und her basteln, habe zwar ein bisschen was draufgezahlt, aber ihr seht, ich habe jetzt hier Gold Cap auf meinem Main Char auf Antonidas. Ich musste mir jetzt nochmal 3 Millionen hierher basteln, den Rest habe ich mir so gefarmt gehabt. Nee, nicht ganz Gold Cap, es fehlen noch ein paar Kupfer. Ja, also es wird noch 99 Kupfer hier gehen, aber quasi habe ich jetzt Goldcap auf dem Char hier. 10 Millionen kann man übrigens nicht erreichen, dann kann man das Gold auch nicht mehr handeln, das backt dann rum, also man muss gucken, dass man da drunter bleibt. So, jetzt sind wir hier beim Black Market und hier will ich euch jetzt was zeigen, was vielleicht viele von euch nicht wissen. Und zwar ist es gerade der schnelle Zyanische Tiger drin. Das ist der Tiger, weiß nicht, ob wir den gerade angucken können, irgendwie kann man, glaube ich, auch den anschauen, aber anscheinend doch nicht. Okay, egal. Auf jeden Fall ist das der Tiger, den man früh... Ah, so ging's. Seht ihr, das ist der Tiger hier. Und den hast du früher im Zul'Gurub in der noch... Was war denn Zul'Gurub? War das 20 Mann? Ich glaube 20 Mann Raid war oder 25? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall früher in dem Zul'Gurub Raid hat man diesen Tiger hier... Oder war das sogar 40 Mann? Na, ich glaube es war kleiner. Egal. Auf jeden Fall im alten Zul'Gurub Raid hat man den bekommen können. Den gibt es ja seit Cataclysm nicht mehr. Jetzt ist es ja eine 5 Mann Instanz und da gibt es neue Mounts. Heißt, dieses Mount ist nicht mehr im Spiel erhältlich. Man kann es also nicht mehr farmen. Dementsprechend ist es eigentlich so das teuerste Mount, das man im Black Market antreffen kann. Wie funktioniert der Black Market an sich? Und zwar kann man hier immer drauf bieten auf Waren, die werden automatisch eingestellt von Blizzard, das ist random, welche drin sind, und der Tiger war jetzt sehr, sehr lange nicht drin, ja. Und dort ist es so, dass man dann unten, also dass ich mir jetzt hier draufklicken kann, unten kann ich einen Goldbetrag eingeben, aber Minimum sind es immer 5% mehr von dem, was geboten wurde. Und es war jetzt eine Zeit lang so, wenn man kurz vorm Goldcap wäre, weil 5% von dem Betrag wären halt jetzt über dem Goldcap, also über dem, was man hier bieten kann. Heißt, wenn man den Tiger haben wollte, oder ein anderes Item, was bis Goldcap hochgeht, musste man nicht ganz Goldcap bieten, sondern nur Goldcap und 0, irgendwas 1% mehr als 5% Differenz. Dann hat man sich ein paar hundert K gespart und hat aber trotzdem das Max-Gebot und man kann nicht überboten werden. Das dachte sich dieser Typ hier auch, aber Achtung, Blizzard hat das letztens geändert. Ich kann euch nicht genau sagen, wann sie das geändert, aber sie haben es geändert. Dieser Typ ist immer noch auf dem alten Stand. Er hat halt instant hier sein vermeintliches Max-Cap draufgeboten, dass er nicht mehr überbieten konnte. Aber ihr seht, hier das im Gebot ist nicht ausgegraut, wenn ich den Max-Betrag... Oder wenn ich jetzt ein Gold weniger als den Max-Betrag eintrage, das würde ja auch gehen, aber dann könnte mich auch nochmal einer mit einem Gold überbieten. Deswegen kann ich jetzt hier das Gold-Cap reinhauen. Und kriegt dann trotzdem den Zuschlag. Und das hier kann keiner mehr überbieten, weil man keine Silberbeträge eingeben kann. Ja? Jetzt gehen wir einfach her und hauen hier Goldcap auf den Tiger drauf. Und ihr seht, überboten. Und jetzt wird sich irgend so ein Typ richtig, richtig ärgern, dass er nicht wusste, dass das geändert wurde. Deswegen, Knowledge is Power, was Katka schon von sich gab. Und ja, da haben wir nochmal einmal drüber geboten über den werten Herrn. Und ja, jetzt muss ich halt warten, bis das Ding ausläuft. Das wird irgendwann abends um 8, 9 auslaufen. Und dann ja, kann ich mir meinen Spektraltiger rausholen. Und ihr seht schon, das wäre jetzt das nächsthöchste Gebot, was man bieten könnte. Da kann keiner mehr drüber bieten, beziehungsweise kann ja auch keiner 99999. Und theoretisch, Komma, Silber, also Silberbeträge gehen hier nicht, soweit ich weiß, es gehen nur glatte Goldbeträge. Heißt, ich müsste jetzt zu 100% das Mount heute Abend kriegen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann heute Abend das Mount aus dem Bosskasten hole oder verdutzt schau, weil einer doch ein paar Silber drüber geboten hat. So, da sind wir jetzt wieder nach dem Raid und zwar schauen wir jetzt mal in den Postkasten rein, ob das geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe.
Und, was haben wir da drin? Ah, es hat geklappt. Nicht Spektraltiger, den habe ich ja schon. Der schnelle zyanische Tiger für einmal Goldcap. Und ja, der eine Dude, der quasi nur 9,8 Millionen geboten hat, wird sich wahrscheinlich jetzt in den Arsch beißen, weil ich ihm das Mount weggeschnappt habe. Und den wollte ich schon sehr, sehr lange haben. Da habe ich jetzt fast mein ganzes Gold reingewastet. Jetzt habe ich hier auf Antonidas noch 50k. Oh, das gibt sogar ein Achievement. Schau mal an. Nette Geschichte, und das ist Mount Nummer 650, also kein Achievement, sondern es ist eine Heldentat, denn das Ganze bringt natürlich keine Achievement-Punkte, aber unter den Heldentaten findet man es einmal. Und jetzt können wir uns das Ding mal angucken. Ich glaube, das ist eins der teuersten Mounts, die ich mir bis jetzt gekauft habe. Ja, ist schon ein schickes Ding, ne? Kann man nichts sagen. Macht auf jeden Fall was her. Ja. Ich hätte ganz gerne den Namen rausgefunden von dem einen Typen, der da 8,9 geboten hat, aber leider sieht man im Black Market nicht, wer wie viel geboten hat, und dementsprechend kann man das jetzt nicht rauskriegen. Aber Kinder, aufgepasst, wenn ihr so teure Sachen im Black Market bietet, die Geschichte mit knapp unter Goldcap bieten und darauf hoffen, dass keiner drüber bieten kann, das geht nicht. Ja, man muss jetzt mittlerweile, weil Blizzard das geändert hat vor ein, zwei Patches, oh, da schreibt einer, geändert hat, muss mir jetzt Goldcap bieten. Wer ist denn das? Ich wollte den Namen, ist das einer von euch oder ist das der Typ, den ich überboten habe? Ich glaube nicht, dass das der Typ ist, den ich überboten habe. Ja, das war's eigentlich mit dem Video an sich. Mount habe ich eingetütet. Und du hast Goldcap. Ich glaube, das ist vielleicht schon der Typ. Richtig gut. Also, das war's mit dem Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.